Jo, Töre und damit herzlich willkommen zu einer Folge Minecraft Quickstar-Games. Ich habe mir vorgenommen, dieses Mal eine Runde zu gewinnen. Ich nehme jetzt auch schon eine halbe Stunde auf und dann ist mir genau diese witzige Szene passiert. Die zeige ich euch schnell. Wir haben nur einen Pfeil, das ist vielleicht noch ein bisschen schlecht. Und dann ist jemand mit einem Eisenschwert. Nein! Ja, nein, wir haben uns gegenseitig getötet. Nein. Ja, nein, wir haben uns gegenseitig getötet. Mann. Und jetzt viel Spaß mit der Runde. Ich hoffe, ich habe eine geschafft. Cause things change, but the memories don't. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Ich nehme jetzt schon genau 59 Minuten und 40 Sekunden auf. Wir sind auf der Map Operation Metro. Ich hoffe, das wird etwas. Weil sonst ist es einfach nur peinlich, wenn ich heute keinen Wind zusammenbekomme und das Ganze notgedrungen früher abbrechen muss. Das werde ich gar nicht machen. Dann kann ich nicht schlafen und ihr bezeichnet mich als Noob. Und das Ganze sogar mit Recht. Das kann ich einfach nicht machen. Das ist jemand, der hat ein besseres Schwert für uns. Den haben wir auch. Und das ist schon wer hinter uns zum Abstauben. Wie es sich in diesem Spiel gehört, mache ich selbst auch gerne und ich werde es dann auch im Deathmatch im Notfall machen, weil ich muss einfach irgendwie gewinnen. Egal ob fair oder unfair, ich muss einfach gewinnen. Natürlich, gehackt wird nicht, das ist klar, aber das, ich glaube, ich macht auch niemand mit meiner KD. Der ist immer noch hinter mir, ja. Der hat ein Eisenschwert. Aber wir haben ihm die übelste Combo gegeben. Ja, wir haben ihn. Jetzt Diamantschwert und Brustplatte. Komm schon. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der Kill war jetzt ultra wichtig. Oh Gott. Drei Spieler. Ich versuche mich jetzt kurz mal weiter hier rauszuhalten. Den haben wir, sehr schön. Das könnte jetzt echt unsere Möglichkeit sein. Der hat wahrscheinlich sau verdammt viele Pfeile, genauso wie ich. Ist auch logisch, dass er jetzt Bow spammt. Oh Gott, wir sind richtig low. Nein, wenn wir das verlieren. Ja. Oh Gott, dieses Damage ist wahrscheinlich deutlich länger als die ganze Runde. So, wir haben nochmal hier zurückgeschickt. Der dürfte auch nicht mehr recht viel haben. Also spannend, geht's nicht mehr. Ja, das ist der Pfeil auch noch gesessen. Jetzt wieder in den Nahkampf. Wie hätte er das Timeout beendet die Runde? Ich will mich sowas aufregen. Junge, er geht die ganze Zeit nur mit der Angel drauf und rennt er weg. Also er geht drauf, merkt, dass er ein paar Kills, ein paar Schläge einkassiert und danach rennt er einfach weg. Und das ist einfach ultra low, weil gleich ist Timeout. Und dann steht es unentschieden und das ist einfach unfair. Ich werde die Runde trotzdem nehmen, weil sowas ist dann... Ich nehme jetzt ungelogen eine Stunde auf und bei einem Timeout ist es so wie ein Unentschieden und ich glaube, da darf man ruhig einfach sagen, wir haben die Runde gewonnen. Also ich hoffe, ihr seht das auch so und besonders wenn man dann so scheiße spielt, dann ist es einfach nur uncool. Ja, wow. Wow. Super. Wir haben eigentlich eine Runde gewonnen. Ich würde mich jetzt nicht wirklich freuen. Und, ja. Außerdem entschuldige ich mich jetzt, dass ich am Schluss vielleicht noch ein bisschen so angepisst war. Aber, ja. Vielleicht versteht ihr das. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schaut am Freitag um 17 Uhr
bei meinem Livestream auf YouTube vorbei und ich verabschiede mich jetzt noch einmal mit einem kräftigen Tschüss.